Letztens bin ich mit einem Freund durch einen Tunnel gefahren und da hat in einem toten Winkel ein Transporter einen Kleinwagen übersehen und er ist einfach rübergezogen und derjenige konnte das gerade noch so retten. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich das jetzt gewesen wäre, ne, und man sitzt alleine im Auto und dann sitzen in dem Transporter vielleicht sogar noch zwei Leute und dann ist Aussage gegen Aussage, da hast du verloren. Ne? Und ich habe schon lange darüber nachgedacht, eigentlich brauchen wir mal eine Dashcam. Und die habe ich mir jetzt besorgt. Die bauen wir heute ein und dann werden wir die ausgiebig testen. Und wenn mich das interessiert, dann jetzt einfach dranbleiben, den Kanal schon mal abonnieren und Daumen hoch. Und jetzt geht's los. Viel Spaß bei diesem Video. Die Sache ist halt die Rechtsprechung. Ist sich mittlerweile einig, dass man eine Dashcam benutzen kann. Da gehe ich aber später nochmal drauf ein, was alles erlaubt ist und was verboten ist. Und das Erste, was ich euch zeigen will, ist das, was ich besorgt habe. Und zwar 4K Dashcam von 70 Mai. Und hat so ein bisschen Apple-Vibes, auch wenn wir es gleich aufmachen, werdet ihr das sehen. Und dazu gibt es noch das Installation-Kit. Erkläre ich euch auch noch, was das bedeutet. Ganz wichtiges Teil tatsächlich, wenn man das Auto auch überwachen möchte, wenn man nicht da ist. Was ja auf dem Parkplatz vielleicht auch gar nicht verkehrt ist. Und was halt bei der Dashcam wichtig ist, sie hat einmal eine Kamera nach vorne, die ist in 4K. Und sie hat einmal eine Kamera nach hinten, die ist in 1080p. Ist auch wichtig, wenn man unterwegs ist und dir fährt mal hinten jemand rein. Also damit man das komplette Bild hat. Jetzt packen wir das Ganze mal aus und dann müssen wir das Ganze erstmal installieren. Danach gehen wir auf die technischen Feinheiten ein und testen das ganze System mal in verschiedenen Lichtverhältnissen. Tag, Licht, Nachtlicht, sowas alles. Gar nichts drin. Ich habe das Ganze schon mal ausgepackt und ich zeige euch jetzt mal, was alles dabei war. So, das Hauptmodul ist diese 4K-Kamera, die man entsprechend auch justieren kann. Das wird so an die Scheibe geklebt und hier ist ein großes Display. Das machen wir zum Schluss ab und das Ganze kommt quasi vorne an die Scheibe. Das ist für vorne. Dann gibt es für hinten noch eine Kamera. Die lässt sich auch entsprechend verstellen. Wird dann hinten an die Heckscheibe geklebt und das Ganze wird mit Kabeln verbunden, von vorne nach hinten und Strom kommt hier aus dem Auto. Es ist ein Zigarettenanzünder-Ladegerät dabei, das heißt man muss es nicht wirklich fest installieren, wenn wir mal machen, weil es gibt noch was ganz Lustiges dazu und zwar, das ist ein GPS-Modul, das heißt man hat gleichzeitig auch die GPS-Koordinaten, wo das Ganze passiert ist. Und hier gibt es die Möglichkeit, eine SIM-Karte reinzupacken. Das heißt, man kann das auch online quasi dann einsehen, die Videos sich angucken und auch gucken, beziehungsweise animiert werden, wenn was passiert, wenn man parkt. Was bei diesem Gerät ist, dass man sowohl ein Dauerplus als auch Zündungsplus als auch Masse anschließen kann. Und der Vorteil ist, dass der die Batterie überwacht. Das heißt, wenn man irgendwo parkt und die Batteriespannung geht zu niedrig, das wird man einstellen können, das schauen wir uns in der App an, dann würde der die Kamera ausschalten. Nicht, dass man, wenn man das Auto ein paar Tage stehen hat, dass dann wieder kommt und die Batterie ist leer. Das hilft einem ja auch nicht. Ne? Die meisten haben sicherlich gefragt, warum ich das Ganze hinter dem Spiegel anbringe. Und die Antwort ist ganz einfach, ich will das einfach nicht sehen, das System. Ne? Im Prinzip braucht man es ja nicht. Und erst wenn es dann tatsächlich zum Einsatz kommt, dann kann man sagen, man kann sich das hier dann drauf angucken. Aber eigentlich wird man wahrscheinlich eher dann nachher die App benutzen. Ne? So, jetzt habe ich das alles richtig installiert. Hier sieht man hinten und vorne das Ganze auch vernünftig installiert. Man sieht hier, sauber verlegt. Die Kabel gehen in der ASA runter und gehen dann einmal von vorne nach hinten. Das ganze System funktioniert jetzt, es ist auch vernünftig angeschlossen. Auf Zündungsplus, auf Dauerplus. Das heißt,
Er überwacht jetzt auch, während ich hier bin, noch das Fahrzeug im Parkmodus und schaltet das aber ab, falls die Batterie zu schwach sein sollte. Das ist besonders wichtig, sonst steht die irgendwann, wie gesagt, ohne da und könnt nicht mehr starten. Was jetzt kommt, bevor ich euch das System genauer zeige, ist, wir müssen mal ein bisschen fahren und müssen mal gucken, es wird jetzt auch so langsam dunkel, wie das in Dämmerung funktioniert. Und ich werde das jetzt die nächsten Tage ein bisschen ausgiebig testen und dann gibt es von mir ein Fazit. Aber vorher klären wir noch die rechtlichen Bedingungen, was ist denn gerade erlaubt und was nicht erlaubt. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen und ich habe ein paar Aufnahmen gemacht. Und zwar einmal bei Tageslicht, in der Dämmerung und auch nachts. Und ich zeige euch gleich mal die Ergebnisse von der Kamera, wie die Videoqualität ist. Aber was ich euch ja noch erzählen wollte ist, wie ist das denn rechtlich jetzt einzuschätzen? Und zwar, früher war es so, dass die Gerichte Dashcams einfach nicht akzeptiert haben. Aufgrund von DSGVO, aufgrund von Persönlichkeitsrechten und sowas alles. Mittlerweile ist es so, dass tatsächlich das Persönlichkeitsrecht in diesem Fall, wenn ein Unfall oder wenn ein Problem existiert, drüber überwiegt. Das heißt, die Gerichte akzeptieren das im Moment. Es gibt eine Einschränkung. Es ist eigentlich illegal, die ganze Zeit zu filmen. Deswegen haben die ganzen Hersteller und auch diese Kamera, die ich hier habe, das so umgestellt, dass der nur ereignisbezogen aufnimmt. Das heißt, man hat einen Unfall, man drückt auf den Knopf und dann nimmt dafür eine kurze Zeit auf und das ist gerichtlich verwertbar. Bedeutet aber nicht, wenn man noch eine alte hat und die ganze Zeit aufnimmt, das können die Gerichte trotzdem verwerten, machen sie auch meist. Ich habe euch nochmal einen Link von WBS Legal in die Videobeschreibung gepackt, die das ganz genau erklärt, was rechtlich okay ist und auch die Hintergründe. Aber was ihr euch merken könnt ist, Dashcams sind erlaubt. Also das heißt, baut euch eine ein und das habe ich jetzt gemacht. Was ich jetzt noch machen werde, ich habe eine SIM-Karte besorgt und die stecken wir jetzt gleich noch rein und dann schauen wir uns mal an, wie das funktioniert mit der Online-Funktion. Ich habe die Dashcam bei mir hinter den Spiegel gebaut, weil ich die eigentlich im Alltag nicht sehen möchte. Und man kann die einfach auslösen, das heißt, wenn ein Ereignis ist, indem man einmal auf den Knopf drückt. So, jetzt nimmt die Kamera auf und die Kamera nimmt auch Ton auf. Das heißt, in diesem Fall nimmt sie jetzt gerade, während ich filme, den Ton mit auf. Das heißt, wenn jetzt irgendwas passiert, dann könnt ihr zum Beispiel das Nummernschild vorlesen. PISU 124. Das Auto, was jetzt gerade vor mir fährt, weil man sich da später vielleicht nicht dran erinnern kann. Dann gibt es vielleicht ein Problem, dass das auf der Kamera nicht 100% zu sehen ist, weil es spiegelt oder so. Man kann auch Beschreibungen dann aufnehmen während des Videos, was nachträglich alles hilft. So, aber jetzt schauen wir uns mal die Videos an. Bevor wir uns die Videos angucken aus dieser Dashcam, habe ich euch mal alte Videos von mir rausgekramt. Und zwar habe ich zweimal was mit dem Handy aufgenommen und einmal mit dem Tesla Model Y Baujahr 2022. Ich fange aber erstmal mit der ersten Handyaufnahme an. Und zwar habe ich da beobachtet, wie ein Kleinwagen gegen einen, ich glaube, das wäre ein Mercedes, CLS kann man auf dem Video nicht mehr ganz erkennen, dagegen fährt und dann einfach weiterfährt. Und der ist dann nachher über die rote Ampel gefahren und der CLS hinterher und die haben sich durch Hamburg gejagt. Ich habe auch noch die Polizei angerufen und die waren ganz froh über das Video, damit sie nachher sehen konnten, was da los ist. Die haben das Auto auch, den Kleinwagen irgendwo abgestellt, gefunden. Aber ich habe damals nur kurz ein Video gemacht, weil es nicht abzusehen war, was da jetzt passiert. Und dadurch ist das, was danach passiert, also das Fahren über die rote Ampel und dass sie sich gejagt haben, das nicht mit drauf. Das ist halt schade. So, und das Zweite, das ist auf der Autobahn gewesen, wo ein Anhänger angefangen hat zu schlingern. Hätte sonst was passieren können, ist Gott sei Dank nichts passiert. Und das Dritte war Tesla Model Y. Und ich bin normal im Verkehr mitgeschwommen, an die Ampel rangefahren. Und auf einmal hatte irgendwie ein LKW einen Antritt und musste mich noch kurz vor der Ampel überholen. Habe ich nicht verstanden, was da mit ihm los war. Aber das war an der Seite ganz schön knapp. Ich habe mich richtig erschrocken, bin auch voll in die Eisen gegangen. Das wäre nachher schwierig gewesen, das zu erklären, was da passiert ist, warum er mich überholt hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, auch diese Aufnahmen habe ich. Aber man sieht schon, wenn man sich diese Aufnahmen anguckt, wie schlecht auch die Qualität von einem 2022er Tesla ist, weil diese Kameras eigentlich dafür nicht gedacht sind. Ich habe die Dashcam jetzt in den letzten Wochen ausgiebig getestet und ich zeige euch jetzt gleich mal die ersten Videos und Fazit. Aber vorher noch ein paar technische Details. Es ist wirklich ein Feature, ein Sicherheitsfeature und ein Fahrzeugassistent, wie man das sonst so aus dem Tesla kennt, hat einen Starvis 2 Chip drin von Sony, das heißt hochwertige Kameraoptik und das Ganze ist dann in 4K hinten mit 1080p und über die 4G-Funktion kann man auch noch, wie bei Tesla, tatsächlich von außen drauf zugreifen. Das heißt, du stehst irgendwo in der Parklücke und dein Auto meldet sich
dass jemand in einem Auto ist. Das ist super. Und dafür habe ich auch ein paar Beispiele. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Man muss sich von so einer Kamera immer die Zustände anschauen. Und zwar gibt es drei Lichtzustände. Einmal der Tageslichtzustand, das heißt, es Sonne ist überall, alles ist toll ausgeleuchtet. Dann gibt es den Dämmerungszustand, das heißt, die Sonne steht relativ flach. Und dann gibt es noch die Nacht, wo dann von vorne die Scheinwerfer blenden und von hinten durch die Kennzeichenbeleuchtung die Kennzeichen auch ganz gut zu erkennen sind. Und hier mal das erste Beispiel, und zwar tagsüber. Was ich besonders gut finde, das kann man alles einstellen in der App, aber die Kamera nimmt auch Ton auf. Die Tonaufnahme ist super wichtig, weil wenn man zum Beispiel das Kennzeichen nicht genau lesen kann, weil es von der Seite beleuchtet ist oder so, dann kann man während der Fahrt noch kurz beschreiben, was man jetzt gerade sieht, wie das Kennzeichen heißt, um später dann darauf zuzugreifen auf diese Information, weil wer kann sich das alles schon merken. Wie ihr jetzt aber schon sehen könnt, ist während des Tageslichts die Aufnahme super gut und schön ausgeleuchtet, und man kann auch hier, wie ihr mal seht, deutlich ranzoomen und kann dann sich wirklich noch Details angucken. Der zweite Zustand ist jetzt die Dämmerung, das heißt, die Sonne steht tief, das ganze Bild wird schon etwas dunkler, aber die Kamera hält das hier auch noch gut auf und hat eigentlich keine Probleme damit, das noch sauber darzustellen. Das heißt, man kann gut die Szenerie überblicken und gucken, was jetzt Phase ist, was jetzt der andere Fahrzeughalter macht. Kennzeichen sind jetzt schon schwieriger zu erkennen. Ich habe die hier überall geblurrt, weil muss man machen bei Videos, aber ihr könnt mir glauben, die wären jetzt hier noch zu lesen. In den nächsten Szenen ist es noch deutlich dunkler. Ihr seht hier, wie der Laster an der Seite vorbeifährt, und man kann auch von hinten noch gut alles erkennen. Nach vorne raus ist dann deutlich besser. Hinten ist, wie gesagt, 1080p, vorne ist dann 4K und vorne ist dann auch deutlich ein höherer Zoom möglich, ohne dass man irgendwelche Qualitätseinbußen hat. Jetzt kommt wirklich als nächstes die dunklen Aufnahmen, das heißt, es ist draußen wirklich kein externes Licht mehr, außer das von den Straßenlaternen zu sehen. Und auch hier kann man schön die Szenerie erkennen, man kann alles soweit erkennen. Kennzeichen sind von vorne jetzt schwierig zu lesen, aber sobald die von hinten beleuchtet sind, ist das kein Problem, kann man diese auch noch lesen. Wie gesagt, auch hier wieder geblurrt. Hier zeige ich euch noch einmal die App. Das heißt, man kann wirklich fast alles einstellen. Man kann die Auflösung einstellen, um längere Videos aufzunehmen, kann man die Zeit ändern. Man kann HDR-Videos einstellen. Also wirklich alles, was man braucht. Diese Kamera ist wirklich voll einstellbar. Hier hat man auch die Möglichkeit, dann die Videos abzurufen. Und das geht auch tatsächlich aus der Ferne. Das heißt, wenn irgendwo ein Problem ist und du willst mal gucken, was da gerade passiert ist, kannst du das Video auch von extern über dein Handy abrufen. Was aber besonders interessant ist, ist jetzt hier die Möglichkeit, dass man tatsächlich von dem Handy aus, nicht in der Nähe des Fahrzeugs, benachrichtigt wird, wenn jemand am Auto unterwegs ist. Das kann man in verschiedenen Empfindlichkeitsstufen einstellen. Ich habe es jetzt hier mal, damit ich Videos aufnehmen kann, auf extrem gestellt. Das heißt, es ist sehr empfindlich. Aber das Handy meldet sich. Man kann dann automatisch in die App gehen und er zeigt dann gleich Live-View, was gerade aktuell am Auto passiert. Natürlich wird es auch zusätzlich noch gespeichert. Das heißt, man kann es nachträglich noch abrufen. Ich habe hier mehrere Versionen mal aufgenommen, was hier auch nachts und tagsüber passiert ist an meinem Auto. Und das Schöne ist an der Nummer, die Kamera läuft zwar die ganze Zeit mit, aber sobald der Akku unter einen gewissen Stand geht vom Fahrzeug, den kann man einstellen, würde die Kamera dann automatisch abschalten, damit der Akku selber geschont wird und man dann auch noch tatsächlich starten kann. Und ja, das letzte war ich in der Tiefgarage. Den habe ich jetzt nicht geblurrt. Das habt ihr wohl so erkannt. Also für mich interessiert jetzt, habt ihr selber eine Dashcam, und wenn, habt ihr schon mal irgendwie die nutzen können? Es gibt ja wirklich viele Fälle, wo man dann nachher froh ist, wenn man eine Aufnahme hätte. Ein Freund von mir hat letztens einen Unfall mit Tesla gehabt, das konnten sie der Polizei zeigen. Transporterfahrer ist einfach weitergefahren und er hat es jetzt auf Kamera und kann nachweisen, dass er nicht schuld war. Und das wäre jetzt im Nachgang doof gewesen, wenn es diese Aufnahme nicht gegeben hätte. Die Frage ist, habt ihr sowas selber schon mal erlebt? Habt ihr selber eine Dashcam eingebaut? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video.